Halligalli, ihr Meerschweinchen. Ich wollte nur darüber reden, es gibt doch Tage, die kannst du echt nicht handreden, oder? Es ist schon eine Weile her, deswegen muss ich so ein bisschen ablesen, was an dem Tag alles so schief gelaufen ist. Aber es gibt doch echt so Tage, wo du denkst, ne Mann, scheiße, ich hab den Kassenzettel nämlich, ich kann nicht umtauschen. War bei mir, das ist jetzt ungefähr eine Woche her oder so. Na jedenfalls, erst war alles soweit normal. Dann habe ich mal Pizza bestellt im Internet, die kam nicht bei. Ja, ich hatte Hunger. Das Problem war, ich meine, gut, ich esse auch gern Pizza, ist kein Thema. Normal backe ich die selber, aber ich habe ja zurzeit keinen E-Herd. Zumindest nicht angeschlossen. Ich habe schon einen, aber der ist nicht angeschlossen. Und von daher, ich habe Hunger gehabt. Ich habe mir gedacht, komm, wenn du etwas kochst, bis gekocht hast, hast dreimal bestellt, weil ich hatte auch nicht mehr so viel Dough, ja. Es wäre also mir übrig geblieben, mir ein paar Kartoffeln zu Brot und gut. Es gibt jetzt die Leute, die machen das ganz umständlich, die kochen die erst ab und lassen die kalt werden. Mach ich nicht, ja, aber ich pack die halt roh in die Pan und ungeschält, aber die brauchen trotzdem ihr Zeit und dafür hatte ich keine F und dann habe ich mal halt eine Pizza bestellt, ja. Ich hatte Hunger wie Drecksau, egal. Die kam nicht bei und die kam und kam und kam nicht bei, aber egal, es wäre der Tag noch gewesen, wenn das alles gewesen wäre. Auf einmal fängt mein PC an zu spinnen. Dazu kommt demnächst auch noch ein Video. Ich hab's gedreht, ich hab's noch nicht hochgeladen. Mein PC spinnt, ich hab gedacht, mein PC ist verreckt. Ja? Ich hab dann versucht hochzufahren, das ging nicht so richtig, beziehungsweise offen war alles normal. Und dann kommt dieses Windows und diese vier bunten Wände da und da wird geladen und alles wunderbar und dann willkommen. Und in dem Moment, wo eigentlich der Desktop hätte kommen sollen, war immer schwarz. Ja? Komplett schwarz. Ja, das habe ich keine Ahnung, 15 Mal oder was ineinander habe ich da einen PC neu gestartet. Nein, nichts, schwarz. Irgendwann habe ich ein schwarzes Bild gelöst, habe mich auf die Couch gepackt, habe mir gedacht, gut, was will ich machen, der Pizza kommt nicht. Ja, Neffe zum Kochen in dem Moment sowieso schon gar nicht, weil ich kenne das Internet ohne Internet, nein, das geht nicht. Ich habe Ersucht, ich habe überhaupt nur Ersucht, ich bin noch nichts sonst süchtig, aber Internet bin ich süchtig. Und wenn das nicht funktioniert, und vor allem wenn das hier in der Pampa, hier in der Generalmenhof, leck mich am Arsch, Pampa, nicht funktioniert, ja? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Nein. Es geht ein paar Stunden nicht. Ja, also wenn es nur ein paar Stunden wäre, nicht, dass ich wirklich nur vom Rechner hocke. Aber das Wissen, ja, dass mein PC nicht funktioniert, das macht mich stappig. Nämlich hier in der Pampa ganz sonnig. Ja? Also, ich habe das Ding immer, auf jeden Fall habe ich mich dann auf die Couch gepackt, ja, und jo, hab mir gedacht, was soll ich machen? Pennen. Ja, ich konnte nicht einmal Musik hören, ich konnte keine Filme gucken. Nee, ich benutze schon echte CDs und echte DVDs, aber die gucke ich an meinem Computer. Ich habe hier nie ausgepackt. Mein Fernseher, der steht da hinten, da ist gar keine Steckdose. Ja, ich habe hier einen Kabelausschluss. Ich habe mir einmal so Kabel für den Kabelausschluss gekauft, dass ich theoretisch Kabelfernsehen gucken kann, aber ich will es gar nicht. Ja? Ich glaube, ich habe in dem Moment auch gar nicht an das Kabel gedacht, aber egal, darum geht's nicht, ja. Ich konnte nichts machen. Ich konnte jedenfalls keine Musik hören, weil meine CDs spiele ich am PC ab. Ja, oder ich höre halt Musik über YouTube oder, ihr wisst schon, ne, mein Video, was weiß ich. Und DVD gucken konnte ich auch nicht. Es war zum Kotzen. Es war einfach zum Kotzen. Naja, dann habe ich in. Sorry, ich habe ablesen. Ich schreibe jetzt nicht alles auf, was ich hier sage. Ich habe hier aufgeschrieben, da steht hier Pizza, kommt nicht bei, PC spinnt und so weiter. Ja, und dass ich das noch zusammenkriege, weil das ist wie gesagt eine Woche her und in der Woche ist ziemlich einiges passiert und überhaupt mein Kopf, mein Kopf, mein Kopf. Jo, also. Und ich habe dann einmal, ich habe hier, das sieht man jetzt da, also das da, ja, das Ding da, das ist das Kabel, da hängt meine Kamera dran. Also jetzt im Moment nicht, weil ich hier aufnehme. Aber wenn ich ein Video hochlade, dann brauche ich dieses Kabel dafür, um dieses Video, das ich hier jetzt aufnehme, oder egal welches Video, auf meinen Rechner zu packen. Ja? Dieses Kabel habe ich gezogen. Ich habe mir gedacht, das hilft vielleicht. Ja, und habe es irgendwo hingeschmissen. Was weiß ich wieder wo. Ich habe dieses Scheißkabel tagelang gesucht. Naja, egal, da kommen wir jetzt gleich noch her. Ja? Deswegen wird man von mir ein paar Tage nichts gehört. Wobei ich ja auch keinen Daily Vlog mache. Aber muss auch nicht sein. Ne? Meine Pizza, die kam dann auf einmal doch noch über 2 Stunden. Ich habe gemerkt, ich pack's nicht. Normal hätte ich dem Typ gesagt, langer schiebt das in den Arsch. Aber faktisch hatte ich immer noch Hunger. Ich hatte immer noch Hunger, mein PC ging übrigens wieder.
Mein PC ging wieder, das wollte ich noch erzählen. Ich habe mich, ich komme direkt durch und dann soll ich wieder neu starten? Na, es wäre langweilig, weil es steht da drauf. Jedenfalls packe ich mich auf die Couch bei meinem PC und null tot, ja, null, wirklich gar null. Und einmal liege ich da, weiß nicht, halb Stunde, Stunde, was weiß ich, keine Ahnung. Einmal, bum, 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 du. Ich so, yes, mein PC ging wieder, alles herrlich, alles wunderbar. Ich wollte am PC einmal, auf einmal klingelt es und meine Pizza kommt auch noch. Das war wieder geil, das war wieder geil. Da hat man das einfach klickert, irgendwie was weiß ich, weil ich telefonisch nicht erreichbar bin und bei denen muss man telefonisch erreichbar sein. Außerdem hatte die was nicht, was auf meiner Pizza drauf war, grüner Spargel. Wäre sowas von drauf geschissen gewesen, ja, der war halt... Soll ich sagen, ich habe halt die Pizza bestellt, weil dort mich halt irgendwie angesprochen, aber auf die grüne Spargel hätte ich persönlich geschissen, ich hätte viel lieber Ananas drauf gehabt oder sowas. Aber naja, die hatten halt keinen grünen Spargel da und konnten mich telefonisch erreichen. Siehst du, mich, ich sag scheiße auf die grüne Spargel, mach Ananas drauf und selber Preis und dann passt. Ja, egal, jedenfalls kam halt Pizza und ich habe sogar ein gratis Muffin gekriegt. Als Entschädigung, weil es so lange gedauert hat. Ja? War jetzt leider nicht meine Sorte, war ein Schokomuffin, ich hätte jetzt lieber so einen anderen Muffin gehabt, aber... Scheiß drauf, wer war geschenkt und von daher, Schokomuffin kann man Amo essen, das geht schon, das ist nicht so meins, aber ist doch egal. Jedenfalls kam dann meine Pizza, ja. Problem, mein, also nicht Problem, sondern gut, mein PC ging wieder, mein PC hat wieder funktioniert, ich war wieder voll im Internet, ich war wieder glücklich, Tommy war wieder voll im Internet. Ja, genau so habe ich mich gefühlt. Nur das ist dieses Kabel, ja. Ich wollte das, deswegen nehme ich das Video jetzt auf und vor einer Woche. Ich meine, ich habe das Kabel schon wieder seit ein paar Tagen. Es kommen schon wieder seit ein paar Tagen Videos von mir. Aber, ja. In dem Moment, als ich nämlich das Video aufgenommen habe, wo mein PC gesponnen hat, was noch kommt, die nächsten paar Tage, wahrscheinlich wird das nächste Video werden, weil ich ja heute darüber babbel, dass ihr wisst, von was ich babbel. Jedenfalls, ich habe das Video gemacht und so, ich war nicht so bei der Sache, weil mein PC ging nicht, ja, Panik. Ich habe meine Kamera zwar irgendwie zugeklappt, aber nicht richtig und der Akku, der hat sich so, also das Video insgesamt, ich kann Gott sei Dank, ich habe kein Videobearbeitungsprogramm, aber ich kann mit dieser Kamera direkt Teile eines Videos löschen und abschneiden, ne. Leider Gottes kann ich dann nicht wieder zwei Teile zusammenfügen. Ich kann auch nur einmal. Also, wenn ich einmal einen Schnitt mache, ist der Rest weg. Ja? Aber das ging noch. Weil ich habe nämlich aus Versehen über eine Stunde weiter gefilmt, obwohl ich das gar nicht wollte. Ja? Und naja, das habe ich aber abgeschnitten. Also das ging schon. Aber jedenfalls war mein Akku leer. Ja? War mein Akku leer und ich habe das Kabel vorher, dieses Kabel da. Habe ich ja eben schon mal gezeigt, hier dieses Kabel. Ja, das habe ich ja gezogen und irgendwo hingeschmissen, wo ich es nicht gefunden habe. Ja, ich habe tagelang dieses scheiß Kabel gesucht. Ich habe sogar noch Stress gekriegt mit einem meiner Fans. Ja, ich sag jetzt nicht wer. War mal in der Facebook-Liste, da habe ich ihn gleich rausgenommen, dann Depp. Der wollte, dass ich seinen Kanal vorstelle. Ja, das ist ein Gaming-Kanal, ich interessiere mich, wie ihr vielleicht wisst, ein Scheiß für Gaming, aber... Ich hab den Typ, hab mich mit ihm ganz gut verstanden. Ich so, gut, okay, mache ich, kein Problem, ja. Und ich hab dann nur noch gehört, wann kommt das neue Video? Und ich habe dieses scheiß Kabel gesucht. Ich wusste nicht, wann das neue Video kommt. Ich hab gesagt, hör auf zu nerven, mehr hab ich eigentlich nicht gesagt. Und das Ganze ist auch noch so ziemlich, was eskaliert ist, übertrieben. Aber ich hab, irgendwann wurde es mir echt zu blöd, dann habe ich ihn einfach aus dem Licht geschmissen bei mir im Facebook. Das ist gar kein Thema. Naja, muss ich mal nicht geben, weißt du? Und ich muss auch keine Werbung machen für den Typ. Also, ich hätt's gemacht, ich hätt's echt noch gemacht, ja. Das ist einer von Aaron und André, sage ich nur. Ja, ihr wisst schon, der Aaron und André. Da kann ich jetzt wieder zulabern, von wegen, dass mir das nicht passt, dass ich das sage, aber das ist mir scheißegal. Na, jedenfalls war es schon auffällig, also wenn man so Fan von mir ist und hat so gar keine Ahnung von meinen Videos, ist das einfach. Aber das ist mir ziemlich egal, ob ihr Fans seid oder nicht. Ich meine, ich freue mich schon, wenn ich Fans hab, aber es muss nicht unbedingt so, ja. Und dann dieses dauernde, wie soll ich sagen, dauernde Gequengel nach Videos. Genau in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich stelle deinen Kanal vor, ist mir scheißegal, ich mach's. Ja? Ich wäre schon ehrlich gewesen, ich hätte euch gesagt, ich persönlich mag jetzt keine Gaming-Videos, aber ich kenne nur einen, der macht so ungefähr wird es abgegangen. Ich hätte nicht gesagt, hey, der macht super Videos oder so, weil ich interessiere mich nicht für Gaming-Videos. Ja? Das ist gar nichts Persönliches gegen den.
Aber ausgerechnet in dem Moment, wo ich sage, okay, ich mache das, so fängt das Gequengel über neue Videos an. Da stimmt doch was nicht. Da stimmt doch was nicht. Der Typ, der wollte mich als kostenlose Werbeplattform missbrauchen. Ich sage, soweit ist das in Ordnung. Ich habe ihn soweit leiden können. Aber dass man es dann gleich so übertreiben muss, egal, weg von dem, es geht gar nicht um den. Ich wollte nur sagen, deswegen kam er eine ganze Zeit lang, also fast eine Woche oder so, von mir keine Videos, weil ich einfach dieses Scheißkabel, das ich zum Laden und so, meiner Kamera und auch zum Verbinden mit dem PC gebrauchte. Ich hab's irgendwo hingeschmissen. Ich war in Panik, mein PC hat nicht gefunden. Irgendwann habe ich hier das halbe Zimmer aufgeräumt, dann habe ich es gefunden. Ja, manchmal räume ich ja auf, aber nur ganz, ganz selten. Und das habe ich gemacht vor ein paar Tagen, ja. Und, wo war man dann? Ich muss gucken, wo man war. Und jetzt kann ich, was habe ich denn geschrieben, Kapek? Ich habe keine Ahnung, was Kapek ist. Scheiße, was waren? Kapek. Ey, mich das. Hey. Es ist kein Witz, du guckst selber. Ich habe das noch ein bisschen aufgeschrieben, so was da war. Und. Ja, genau, und. Ich bin die da alle fort und ich muss stottern. Na, wo ist es denn? Wo da ist es nicht? Ey, das war gar nicht mit dem Video geplant, aber egal, ist scheißegal. Da ist es. Siehst du, wenn ich dann da trage? Da unten steht Kabel. Ach, Kabel! Kabel soll. Oh ja, ja. Ja, Tommy, kommst du wieder? Jetzt rafft mich das. Das war jetzt kein Witz. Ich habe einfach noch nicht gerafft, was ich da geschrieben habe. Kapek. Ja. Tippfehler nennt sich das Kabel. Ja, aber über das Kabel habe ich schon mit euch geredet. Und dass der tappische Aaron ausgetillert ist, habe ich auch erzählt. Aber ich meine, mir egal. Tschüss. Jedenfalls finde ich das nervig. Ja, aber es geht jetzt mittlerweile, glaube ich, ich will es nicht so laut sagen, weil was weiß ich, muss noch fort, vielleicht, keine Ahnung, also fliege ich auf die Fresse, dreisch mal was oder so. Nein, deswegen sage ich nicht, es ist wieder alles super, aber es ist, das jedenfalls ist Bacardi. Ich meine rum ist das rum und ja, das war der Grund für die kleine Zwangspause, die den wenigsten von euch aufgefallen sein wird, weil sie waren nur ein paar Tage und naja, ansonsten wollte mich ja niemand und es ist auch gut so, als kostenlosen Werbeträger missbrauchen. Aber jedenfalls gibt's Tage, die kann man einfach nur in die Tonne kicken und wollte ich nur mal gesagt haben und das habe ich jetzt gemacht und keine Ahnung, wie ewig das Video jetzt schon geht, aber es ist jetzt gleich vorbei. 1, 2, 3, you get fall.